Ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 mit eurem Sarex. Ich habe gerade bemerkt, ich müsste mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie Greifenöl oder so. Also erstmal müssen wir ein Stündchen uns meditieren. Das können wir schließen, das können wir schließen. Lecker, coole... Hybrid, Greif. Haben wir hier. Hybridenöl. Wo könnte ich nur Hybridenöl herkriegen? Ich würde mal sagen, das suchen wir als erstes, bevor wir gegen den Greifen uns wappnen. Und ich denke mal, unsere Heilerin wird das wahrscheinlich bei sich haben. Ich hoffe es zumindest, weil Hybridenöl ist bestimmt schwer zu finden. Wo ist denn das Heilerhütchen? Wir sind da schon mal richtig. Wir wären über den Hang. Dann kürzen wir ab. Mal sehen, was sie alles als Angebot für uns hat. Hallo, junge Frau. Bin ich wieder? Ja? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Freundliche Seher schon mal. Was haben wir denn hier? Eismöwe. Zwergenschnaps? Sie hat zwar nicht das, was wir brauchen, aber irgendwie möchte ich trotzdem gerne das hier haben. Die gute Möwe möchte ich nämlich haben. So, was können wir dir denn Gutes verkaufen? 10, nee. Ermutagen haben wir auch. Aber ich möchte ja eigentlich ungern was verscherbeln. Warum ist das nur so teuer? Leb wohl. Gucken wir gleich mal. Alchemie. Das ist falsch, das ist auch falsch. Ne, da ist Alchemie. Genau. Absolute machen wir mal zu. Bomben. Erstmal stellen wir das hier her. Angriff Insekt. Stellen wir mal hier. So. Haben wir hier Katze und Weiß. Also es hebt Vergiftung auf. Okay. Jetzt kommen wir ruhig zu Wesimir. Weil es bringt ja nichts zu suchen, wenn wir nicht finden, was wir begehren. Und so langsam ist ja der Greif auch ein Plagegeist für uns. Bisschen abgrasen müssen wir leider trotzdem. So, hat er vielleicht so ein Schema? Würde mich zwar ein wundern, wiederkehrender Kunde. Sag mal, was du hast. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Was haben wir denn hier? Schmiedeschema. Handwerksschema, Handwerksschema, Handwerksschema. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass der nur Handwerksschemen hat. Erleg mir mal bitte
nicht genügend Münzen. Die sind aber auch so geizig mit ihrem Geld. So kann ich mir ja nie... Leb wohl. ...was Gutes anschaffen. Aber ich denke mal, das ist auch nur am Anfang so, später mit den ganzen Hexeraufträgen und so weiter. Kann ich mir ein goldenes Näschen verdienen? So, Wesimir, ich hätte da mal was mit dir zu bereden. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab alles. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Er nimmt den einfachen, ich nehme den schweren Weg. Einfach quer drüber. Bin ich doch mal gespannt, wie das ausgeht. Ich habe leider nichts gegen Greifen. Also jedenfalls nichts Spezielles gegen Greifen. Och, der alte Mann ist ja schon mal schneller als ich. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Okay. Und Wesimir ist der Experte. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Vielleicht auch mit mehreren Gästen. Oh, der Greif. Er ist ganz nah. Das ist auf jeden Fall ein hübsches Tierchen. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Armbrust? Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust. Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Hübsches Tierchen.
aber gut gehalten. Vorsicht! Sturzflut! Apropos, ich könnte mal die Armbrust... wo habe ich sie denn? Da. Dafür muss ich ja Stufe. Schön. Tat weh. Das könnte ich versuchen. Da lässt aber eine schöne Blutspur hier liegen. Da oben ist er. Ach, Vesemir ist mit seinem Pferd natürlich schon unterwegs. Ich möchte gerne wieder unter Schutz. Die Knie verbrennen. Blutet! Wird bald schwächer! Du denkst doch nicht, dass ich es dir so einfach mache, mein Freund. Wow, das hat mir schon wieder mein... Wow, das tut mir auch noch... Nee. Komm her, komm, put, put, put. Na, endlich. Tut mir zwar leid um das arme Tierchen, aber... Es hat so viele Probleme gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht, es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Oh, eine Sequenz extra, damit wir den Greifenkopf enden. Aber gut. Lecker. Heya! Tut mir zwar leid, Herr Greif, aber... kann nichts anderes dagegen machen.
wir bringen noch den Kopf weg und schauen mal, was wir dafür kriegen. Langsam, langsam. Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Sei froh, dass er dich nicht tötet. Weil das ist ja so ähnlich schon wie Sabotage. Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ja, das Gold muss ich leider annehmen, denn ein echter Wedimin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Ich brauche Geld. Willst du spionieren oder feilschen? Ich feilsche doch nicht. Ich will kaufen. Zeig mir deine Waren. Was hat der Herr denn? Handwerksglanz? Aber hier Handwerksschema. Kein Alchemie-Schema. Das hätte mich ein bisschen mehr gefreut. Ach, leider nicht. Naja, kann man nichts machen, ne? Möchte gerne das Schwert zerlegen. Silber und Bernstein. Aber sicher doch. Nee, wir geben doch nicht unser ganzes Gold gleich wieder aus. Bis dann. Es Sege in Abian. Ah! Oh! Aufhören! Bitte aufhören! Suchst du Ärger? Wo wird der denn ausgepeitscht? Vielleicht können wir ja helfen. Ausgerechnet da, wo ich nicht reinkomme. Halt! Gnade, oh, bitte! So. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir beenden hier die Folge. Ihr könnt gerne was in den Kommentaren hinterlassen. Oder vielleicht ein Like. Es würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sarex.